Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und Toshida für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Wir wollen uns ein paar Kisten aus den MOP-Szenarien angucken. Und dazu war ich schon wieder fleißig, habe ein paar besorgt. Und ja, hier schon mal zum Beginn einmal so ein bisschen Übersicht. Bei den blauen Kisten habe ich jetzt 19%, bei den epischen bin ich schon bei 38, da ist ja allgemein ein bisschen weniger Stuff drin. Insgesamt sind wir jetzt bei 25, 51 und ich würde sagen, den Counter treiben wir jetzt noch ein bisschen hoch und kriegen hoffentlich das ein oder andere Item raus. Fangen wir hier mal an mit der großen Schatzkiste, mit dem ersten Item, das sind Hände, Platte, die kann ich tatsächlich brauchen, wunderbar. Dann haben wir das zweite, da ist leider nichts drin und beim dritten, ach, ein Hals, Mist, naja, zumindest ein Item. Als nächstes haben wir noch einen Plattenschar, und zwar den Worry. Und dann gucken wir auch gleich mal rein. Okay, das war eine Nullnummer. Eine Quest, die ich nicht annehmen kann. Das ist wahrscheinlich irgend so eine uralte, die schon nicht mehr aktiv ist. Dann haben wir Gold. Okay, das ist auch nichts. Und was haben wir hier drin? Aha! Plattenhände, wunderbar. Zumindest die kann ich brauchen. Gut, jetzt haben wir noch einen Warrior. Und jetzt schauen wir mal, was wir da Schönes drin haben. Ah, ein Schwert, was ich anscheinend schon hatte. Nee, eine Stangenwaffe ist das schon mal an. Dann haben wir den Kopf. Nice, den kann ich noch gebrauchen. Und was haben wir hier Schönes drin? Handgelenke, aber die hatte ich schon, so wie es aussieht. Naja, zumindest das eine Item. Dann haben wir noch einen Demon Hunter. Und da haben wir einmal nix. Zweimal nix, aber hier ist zumindest hoffentlich was drin. Einen Ring. Ach, Korben, warum kriege ich denn einen Ring? Ja gut, so viel dazu. Und dann haben wir noch einen Priest. Jetzt gucken wir mal. Wieder ein grünes. Das ist natürlich blöd. Ah, nice. Here we go. Handgelenke haben wir hier. Stoff. Und als letztes nochmal ein Ring. RIP. Aber zumindest nochmal eins. Als nächstes haben wir einen Demon Hunter. Und dann gucken wir mal. Nee, das war schon mal nix. Zweimal nix. Und, ja, das konnte ich sogar brauchen. Ich habe wieder den Sound ausgemacht. In dem Szenario hast du mal ziemlich viel Gebrabbel und, ja, irgendwann geht's einem auf Keks. So, okay. Das ist eine Faustwaffe. Na, wunderbar. Dann haben wir noch einen Druid. Hoffentlich noch ein bisschen mehr Ledergear. Naja, gut. Erste Kiste war schon mal nix. Zweite grünes Item, das brauchen wir auch nicht. Und was haben wir da noch Schönes? Einen Schultern sind es. Ich denke immer, das ist ein Kopfding, ne? Aber es sind Schultern. Und die konnte ich leider auch nicht gebrauchen. Heißt, das war eine komplette Nullnummer. Gut, gucken wir weiter. Dann haben wir hier noch einen Druid. Heute ist Ledertag, ich sag's euch. Was ist denn das hier? Einen Rücken, den hatte ich schon. Dann haben wir hier Handgelenk, die hatte ich auch schon. Komm, jetzt gibt mir wenigstens hier noch was raus. Ach, sind es die gleichen Dinger, wie ich vorhin gerade gekriegt habe? Die sehen zumindest vom Icon so aus. Ne, die heißen anders, aber die hatte ich anscheinend auch schon. Also dreimal nix. Ja gut, okay, dann gucken wir mal noch. Dann haben wir nochmal eine Druid am Start. Jetzt gucken wir mal, ein bisschen Ledergear. Das war schon mal nix. Oh, warte mal, habe ich den Sound wieder ausgemacht? Ah ne, ich habe den Sound an, wunderbar. Dann, was haben wir hier Schönes? Ah, das können wir brauchen. Schultern, wunderbar. Das bringt mich immer auch so ein bisschen näher an die Xavier-Schultern. Die bin ich hier aktuell auch noch am Gamblen über diese Quantum-Items. Und wenn ich ein paar Schultern wegbekomme hier, dann habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich die quasi rauskriege. Ja, mal gucken. Gut, dann, was haben wir da noch? Einen Ring. Gut, schade. Und zu guter Letzt haben wir dann nochmal einen Druid. Ich habe hier schon mal die Übersicht rausgeholt. So ein bisschen sind wir jetzt nach oben gegangen. Jetzt machen wir noch die letzten drei Kisten auf und dann schauen wir mal, was der Endstand ist. Ah, okay, das waren nochmal Schultern, aber die hatte ich schon. Dann haben wir eine Waffe, wunderbar. Die brauche ich noch, ein Dolch mit Int. Und was haben wir hier noch Schönes drin? Nochmal Schultern, aber die hatte ich auch schon. Und ja, jetzt sind wir quasi bei den blauen Kisten bei 21%, bei den epischen bei 40% und insgesamt bei 27%. Naja, das sind alles immer ein bisschen kleine Steps, aber gut, besser als nichts. Und ja, da sind wir wieder mit insgesamt 30 Kisten durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Attila, bis zum nächsten Mal. Ciao.